Hey Gabrielle, ich bin's, Mia. Ich wollte mich nur noch mal für die Einladung bedanken. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Naja, ich freue mich schon drauf, dich endlich mal wiederzusehen. Bis dann. Hallo? Hallo? Hey Mia, das ist ja eine Überraschung. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du kommst. Aber es freut mich, dass du da bist. Na klar, bin ich gekommen. Ich habe mich so gefreut, dich wiederzusehen. Also heißt das, es geht dir wieder gut? Na klar, mir ging's nie besser. Wie geht's dir? Die Wohnung ist der Hammer. Ja, vielleicht zeige ich dir erstmal das Wohnzimmer. Im Schlafzimmer ist noch zu viel Gerümpel. Komm, ich stelle dir die anderen vor. Nee, die haben ihn wirklich hingerichtet, weil er zu viele Fragen gestellt hat. Naja, schließlich hat er die Jugend verdorben und die Götter missachtet. Ah. Ey, so eine echt merkwürdige Zeit damals. Aber ich denke, jede Zeit hat so ihre Tücken, ne? Studierst du deswegen Philosophie? Glaubst du, es wird dir helfen? Wie helfen? Ja, wegen deiner Narben. Hast du gedacht, ich habe es nicht gesehen? Das geht dich nichts an. Außerdem habe ich aufgehört. Wirklich? Also ich finde, die Wunden sehen echt frisch aus. Natürlich habe ich aufgehört, was weißt du schon? Sorry, ich wollte dich nicht anpissen. Oh Gott, Mann, ich rede einfach mal viel zu schnell drauf los und denk nicht drüber nach. Sorry. Naja, wie gesagt, manchmal sollte man das machen. Es geht dich nichts an. Was geht dir nichts an? Schon okay. Ich war nur wieder zu offen und hab den Finger voll in die Wunde gelegt. Und hab es schon wieder gemacht. Es ist vorbei. Du tust es immer noch. Ja. Du musst dir endlich Hilfe holen. Aber ich bin doch hier. Nein, ich kann dir nicht mehr helfen. Was, wenn mir keiner helfen kann? Ich meine, diese Narben, das bin ich. Wie soll ich aufhören, ich zu sein? Wie soll ich denn damit umgehen? Ich kann das nicht. Okay. Geh einfach, ist gut. Mia.